gekommen zu diesem Video, nachdem nicht viel kam in der letzten Zeit, einfach weil es turbulent zugeht und ich sehr involviert bin in kleinen, ganz, ganz viel hier und dahin bringen muss und dies und das erledigen muss, gibt es jetzt ein kleines Update von mir. Wir machen erstmal die Titankiste auf. Und da haben wir ein Buch der Taktik drin. Das ist sehr schön, das kann man natürlich immer brauchen, nehmen wir gerne mit. Der Krieg ist klar verloren. Gegen die Rising Vikings, dazu Glückwunsch, also 6000 zu 6940, da braucht man nicht drüber reden, das ist eine Klatsche. Und zwar eine ganz schöne. Dann schauen wir uns ein paar Screenshots an, was so in letzter Zeit war. Das haben wir hier, jawohl. Und da haben wir ein paar Screenshots. Da gab es fürs Turnier Top 5% zwei mittlere Äther und ansonsten war da nichts drin. Wir haben einen blauen Titan gehabt, wo es nichts weiteres außer ein Titanherz gab. Hier eine Truppenmünze. Ihn werden wir leveln. Nachdem Knolli jetzt so beschnitten worden ist, werden wir ihn leveln. Aber erst machen wir Loki fertig. Und dann kommt er, er gibt den neuen Tank. So, da haben wir den letzten Krieg, der war Sieg. Und aber auch, wie ihr seht, keine große Beute. Und hier ein Kompass. Und ein Drachenknochen, naja. Und hier gab es eine Damaszena. Das war alles vor ein paar Tagen. Also alles relativ zeitnah. Und Pfeile aus der Mystischen nehmen wir gerne. Buch der Taktik. Das war der Styx-Turm. Und da waren wir Platz 577 im Turnier. Relativ erfolgreich die letzte Zeit, keine neuen Helden dazu gekommen. Es ist aber auch so, dass ich erstmal genug zu leveln habe. Hier ist Druide und Magier, glaube ich, ja genau. Und dann haben wir eine neue Turnierwoche, die schauen wir uns schnell an. Drei Sterne grün gesperrt, blutiger Kampf. Grün gesperrt, blutiger Kampf. Also wird es lila als Tank oder wird es gelb als Tank? Das ist die Frage. Oder wird es blau? Oder wirklich so? Aber das ist recht langsam. Also mit Ulmer bin ich nicht einverstanden da außen. Oder doch so, ich denke.
Ich denke, ich spiel's so. Tja, jetzt ist die Frage. Moment. Die Verteidigung runter. Ah, jetzt ist die Frage, was machen wir? Er hat ziemlich wenig Leben, 5,32 Schild. Gegen 580, gegen 6, gegen 564. Er macht's mit Grün. Nee, Grün ist nicht möglich. Tja, keine Heilung, keine Heilung, keine Heilung. Dann stellen wir da doch sie. Haben wir nicht mehr. Ist die Frage, also vielleicht stelle ich das morgen, ich glaube, dann doch eher hier Nordri. Oder hier eine Aquila. Ich stell's mal so. Wir werden sehen, wohin das führt. Ich weiß noch nicht, ob ich so lasse bis morgen, aber das sieht erstmal gut aus. Genau, wie gesagt, Levelplan. Ah, komm, mach mal die doch, hä? Dann machen wir die Alka-Charts noch. Hier haben wir, ich mache ja nur Trainerhelden und Truppen gerade. Ich wandle nichts um oder so. Daher habe ich ja auch so einen Haufen hier oben, alles voll und so. Kommt gerade nichts auf den Weg. Ist wie gesagt er. Sie können wir mal rausnehmen. Sie ist fertig. Da war Wakwas drin. Wakwas muss da rein. Wo ist er, der Gute? Wo ist er, der Gute? Aber wir können auch ihn mal reinpacken. Bastet, oh, Moment. Erst noch, bevor er kommt, wird Bastet fertig gemacht. Genau, also man muss in Lila jetzt halt einfach schauen, wie es weitergeht. Wenn wir hier mal reinschauen, nein, wir wollen nichts kaufen. Nein, wir wollen nichts kaufen. In die Allianzen, in die Bestenliste. Da steht er. Und nicht überall, aber es steht schon oft. Panther.
ganz andere Aufstellung. Da, also wir werden sehen, ich werde ihn auf jeden Fall leveln. Ich habe ihn gezogen und macht natürlich Moment, wir schauen noch woanders. Vielleicht mal bei Quantum Knights. Dark Lord, Ludwig. Da steht noch Xnoh. Es kommt halt drauf an, er kann natürlich auch als Heiler fungieren, aber sein Mana-Boost ist halt nicht mehr overwhelming. Ne? Die Yoshan natürlich, wer sie hat, auf jeden Fall rein damit. Ne? Spielen ja eh viele diese Königreichshelden. Das ist ja meine krasse Aufstellung. Mit Doppel-Kulervo, aber hallo. Bastet. Bastet und Kepri, okay. Ja, also ihr seht, die Meta hat sich geändert. Die ist geschiftet. Das ist gut so. Das bringt... Wir regen uns alle auf. Ich reg mich auch wahnsinnig auf. Ich finde es eine Frechheit. Aber auf der anderen Seite bringen sie so mal wieder neuen Schwung ins Spiel. Es war ja schon sehr Xnolfort bestimmt. Von dem her, Leute, das soll es gewesen sein. Allzu viel gibt es von mir nicht jetzt gerade. Ich gehe jetzt demnächst pennen. Morgen geht der ganze Spaß wieder weiter. Mit Kind und hier und da, Flohmarkt und das und das. Kommt bestimmt wieder mehr. Bis dann, haut ihr rein. Danke fürs Zuschauen. Danke mir, dass ihr mir die Treue haltet und hier auf Abo bleibt. Bis dann, bleibt gesund, euer Eskar.